Ja, hallo und herzlich willkommen. Ja, wir haben hier jetzt den Chip des Runners, der die Gunner platt gemacht hat, der einen entflohenen, ja, wie kann man das sagen, Androiden, einen Synth gejagt hat, der mehr als nur menschlich aussah. Und nun gut, ich würde sagen, das war alles ziemlich verwirrend. Holen wir uns erst ein bisschen aus, bauen das, was wir bauen wollen. Wir sollten damit vielleicht erst zur stillen Bruderschaft. Ich weiß es gar nicht. Wir müssen gleich mal gucken, was die Missionsbeschreibung sagt. Von wegen so, hey, mach was du willst. Vielleicht. Mod Support kommt ja nächste Woche. Ja, dann geht's endlich rund hier. Mal gucken, was es für schwachsinnige und nicht schwachsinnige Sachen gibt. Schlimm ist ja, dass die meisten Mods, das ist zumindest am PC, es gibt halt immer, ich sag mal, einige gute, aber viel schwachsinnige. Eine Mod, die ich gesehen habe in der Präsentation, die hier auf die Xbox kommt, erlaubt es einem, egal wo, eine Basis zu bauen. Und das wiederum finde ich total cool. Denn sowas ist richtig cool, wenn man einfach bauen kann, wo man möchte. So, jetzt wollen wir mal gucken. Puh, ein bisschen außer Atem heute. Weiß nicht, ist vielleicht ein Wetterumschwung. So, und auf Karte anzeigen. Den Runner-Chip in Good Neighbor, oder was? Okay, reisen wir halt nach Good Neighbor. Warum auch nicht? Ah, okay, also die sind wirklich untergegangen im Atomkrieg. Und die haben versucht, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Puh, schwierig. Wobei ich sagen muss, das Schlimme ist halt immer, dass dann bei solchen Katastrophen ja dann der gemeine Pöbel halt der Meinung ist, jetzt ist unsere Chance gekommen. Das Schlimmste. Oh ja. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, kommt hier durch. Da hast du recht. So. Ja, ich will erstmal hier hin. Die Halle der Erinnerung. Ah, hört sich nicht so gut an, oder? Nee, nicht so richtig. Ah, da waren wir schon gewesen. Wobei ich mich immer noch frage, was ist das für eine Tussi am Anfang, die da so irgendwie auf dieser Rekamiere liegt und es sich da bequem macht und so ein bisschen am Chillaxen ist, ne? Genau die da. Die liegt die ganze Zeit nur da rum. Mehr macht die gar nicht. So, dann sag mal was. Zurück. Das leuchtende Meer, Virgil. Was ist passiert? Ja, machen wir mal Virgils Hilfe. Ich habe Virgil gefunden. Er kennt deinen Weg ins Institut. Aber ich brauche einen Runner-Chip. Oh, ich habe meine Power-Rüstung nicht an. Du hast gegen einen Runner gekämpft? Wahnsinn. Leider kann ich dir nicht helfen. Ich habe an einer Menge Synths gearbeitet, aber nie an einem Runner. Ich habe keine Ahnung, was dieser Chip macht oder wie man ihn entschlüsselt. Puh. Aber es gibt Leute, die das wissen könnten. Ich habe mal mit einer Gruppe gearbeitet, die... Nun, es sind die einzigen, die ich kenne, die das Sicherheitssystem des Instituts knacken können. Okay. Die Gruppe nennt sich die Railroad. Puh. Danke, Doc. Wie finde ich sie? Ich kann sie nicht direkt kontaktieren. Meistens kommen sie zu mir, wenn sie einen entflohenen Synth haben, der neue Erinnerungen braucht. Okay. Aber ich habe eine Art Parole, wenn ich sie mal ausfindig machen muss. Folgt dem Weg der Freiheit. Hast du eine Ahnung, was diese Parole bedeuten soll? Ich weiß nicht, aber ich glaube, es gibt einen Ort aus der Vorkriegszeit mit einem ähnlichen Namen. Vielleicht solltest du da anfangen. Ich hoffe, sie haben weitere Hinweise hinterlassen, damit du weißt, wo es weitergeht. Für Eingeweihte sollten die Hinweise leicht zu erkennen sein. So arbeiten sie meistens. Okay. Okay, ich werde sie ausfindig machen. Viel Glück. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Aber du wirst das hoffentlich auch so hinbekommen. Ich denke auch. Nicht so gut. Naja. Lässt sich garantiert regeln. Ist auch gar nicht so schwierig. Das fängt hier direkt in der Nähe eigentlich an. Problem ist wirklich nur, wir haben keine Power-Rüstung. Also zumindest habe ich die nicht angelegt. Warum auch immer, aber... Ja gut, okay, wir sehen halt einfach besser aus ohne Pause, oder? Allerdings ist die radioaktive Belastung natürlich, yay, bei diesem Gewitter total cool. Ich finde das die Ansicht irgendwie besser und auch wie er sich anhört. So, jetzt ist die Sache, dadurch, dass ich das Spiel schon gespielt habe, macht es uns das jetzt an dieser Stelle ein bisschen einfacher.
denn diese Mission ist an sich gar nicht so schwierig. Problem ist, es gibt ein kleines Problem. Ich werde das gleich erklären, wenn wir unterwegs sind und das machen. Das haben wir ja schon mitbekommen, von wegen Folge dem Freedom Trail. Das werden wir auch gleich machen. Wir haben dazu auch eine Quest. Die haben wir schon vor einer Weile bekommen in Diamond City. Genau. Da gab es seinerzeit die Quest, da haben wir mal so kurz was gehört, dass sich so in den Gassen dunkle Schlägertypen unterhielten und meinten, hey, da gibt es sowas, das nennt sich, keine Ahnung, ich habe vergessen, wie die Gruppe sich nennt. Die Railroad, genau, die Railroad. Ja, die halt sich um Androiden, Synths kümmern. Habe ich jetzt übrigens einen coolen Trailer gesehen zu einem PS4-Spiel, muss ich leider sagen. Irgendwie Detroit Being Human oder Become Human, irgendwie so heißt das. Gefällt mir, also vom Stil her echt gut. Und ich muss sagen, mittlerweile, ich hasse mich dafür, dass ich das sagen muss, aber mittlerweile bin ich echt am überlegen, ob ich mir zusätzlich noch eine PS4 zulege. Wie gesagt, ich hasse mich dafür, dass ich das sage. Hier, der Weg zur Freiheit, genau. Folge dem Freedom Trail. Hier, das ist diese rote Linie. Die haben wir hier schon mal. Jetzt eine 6 und ein O. Ja. Das müsste man sich aufschreiben. Wenn man dann angeht, an diesem Freedom Trail, findet man immer diese Marken. Man muss praktisch dieser roten Linie hier folgen und dann immer wieder alles aufschreiben. Hier geht die rote Linie weiter. Zwischendurch hört sie mal auf, nicht verzagen, sie geht dann noch wieder weiter. Ne, wir sehen, hier geht's weiter. Fuck, man. Irgendwo hier geht's wieder weiter. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Oh. Ich renne einfach mal. Okay. Jetzt habe ich es wohl verloren. Oh, der kämpft da hinten. Das ist ganz in Ordnung. Wir sollen mal gucken. Irgendwo hier hinten. Wie dachtest du denn, dass das läuft? Dann muss es hier irgendwo weitergehen. Ist das ein... Ach, Mr. Handy. Aber das sieht nach einem guten Mr. Handy aus. Ach, das ist dieses Privatgrundstück. Ja, da sollen wir hin. Da sind wir zu eingeladen. Irgendwo hier müsste der Freedom Trail weitergehen. Gebäude des Boston Bugle. Okay, dann gehen wir da nochmal hin zurück, wo wir eben waren. Haben sie es wohl anders überlegt? Jupp, haben sie anscheinend. Vielleicht auch ganz gut so. Ich entdecke das Gebiet kurz mal. Wir haben eine Einladung bekommen. So, genau. Hierhin wurden wir eingeladen. Die Einladung nehmen wir natürlich dankend an, aber nicht jetzt. Denn wir haben eine Mission zu erfüllen. Scheiße, das war zum Teil. War das? Willkommen in deinem letzten Gefecht. Was war das? Lass sie ab! Lass sie alle ab! Ja, ja, ist okay. Ach, hier geht's weiter, siehste. Einmal falsch abgebogen, schwupps, haben sie dich am Arsch. Leck mich, du verkackter Zombie, ey. Hier. Friss Blei, Bastard. Ich hasse diese Zombie-Viecher. So, hier sind irgendwo Supermutanten. Genau, wir sehen. Hier geht's dann weiter.
wir einen Boot ergraben.